Unsere Themen am Mittwoch: Cottbuser IHK. Wahl bietet Chance auf Mitbestimmung. Kleine Imker und fleißige Bienen an der Umweltschule Dissenchen. Und Olympiasieger Maximilian Levy freut sich auf den AOK City Run and Bike. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Trotz bescheidener Temperaturen blüht es derzeit in Cottbus und Umgebung an allen Ecken und Enden. Ob Kirschen, Äpfel oder Birnen im Herbst reiche Ernte tragen, hängt allerdings nicht nur vom Wetter ab. Kinder können nicht früh genug lernen, welche Faktoren wichtig sind, damit die Lebensgrundlagen erhalten und zugleich Umwelt und Natur geschützt werden. Bienen machen Schule. Diese Kinder erlernen in der Grundschule Dissenchen in den nächsten Jahren das Handwerkszeug eines Imkers. Mit 7.000 Euro fördert die Stiftung Lausitzer Braunkohle die neue Schulimkerei. Die Stiftung Lausitzer Braunkohle ist unterwegs in verschiedensten Projekten, unterstützt die. Es geht um Energiewirtschaft, es geht um viele, viele andere interessante Projekte. Da geht es um Natur, es geht um Umweltschutz und gerade in diese Kategorie fällt dieses Projekt hier an der Umweltgrundschule in Dissenchen hinein. Wir freuen uns also sehr darüber, dass es solche Projekte gibt, die unsere Unterstützung verdient haben. Eine Wabenschleuder, einen Sonnenwachsschmelzer, Beuteaufsätze unterschiedlichster Art und eine durchsichtige Schaubeute zur permanenten Beobachtung des Bienenvolks wurden mit der Fördersumme finanziert. Eine entsprechende Schutzkleidung mit Handschuhen, Anzug und Helm darf natürlich nicht fehlen. Sven Hoffmann ist Hobbyimker und wird die Schulimkerei leiten. Er freut sich über die Begeisterung der Kinder. Also wir hatten den ersten Aufruf und haben da gleich 35 Kinder, die sich gemeldet haben. Das ist natürlich für so eine direkte Arbeit an den Völkern eine starke Zahl, sodass wir sagen mussten oder in unserem Fall konnten, wir teilen die gleich mal in zwei 15 kinderstarke Gruppen. Und das ist natürlich für uns eine tolle Sache. Warum, weshalb, wieso? Fragen aus dem Kindermund werden natürlich jederzeit beantwortet. Bei dem, was wir tun, entstehen die Fragen. Die Kinder trauen sich auch zu fragen, das ist gut so. Wir haben auch einen relativ lockeren Umgang in der Bienen-AG, sodass also wirklich keiner zu kurz kommt. Alle Fragen versuchen wir fachgemäß zu beantworten. Es gibt immer wieder auch Themen, wo man selber erstmal überlegen muss, weil man sich manche Fragen selber noch gar nicht gestellt hat. Sodass es also auch für uns Imker eine Bereicherung ist, mit den Kindern zu arbeiten, denn man tut in einer eigenen Hobby-Imkerei vieles ganz automatisch und hier stellt man sich auch als Erwachsener nochmal ganz andere Fragen. Jetzt brauchen die Bienen vor allem Ruhe. Sie müssen sich an die neue Umgebung gewöhnen. In circa einem Jahr kann man dann den ersten Honig kosten. Wie der Honig schmeckt, ist immer die gute Frage. Hängt von der Tracht ab, die Bienen erreichen. Bei uns in den Heimständen, wo wir also die Imkerei betreiben, wissen wir relativ gut, was wächst, was wird auch angebaut, wo sind welche Trachten. Hier müssen wir erst mal schauen, wo die Massentracht so zu finden ist. Und auch die Bienen müssen das schauen. Die werden jetzt erstmal auch morgen, denke ich mal, bei etwas besserem Wetter mit dem ersten Flug beginnen und müssen sich auch an die neue Umgebung erstmal gewöhnen und schauen, wo ist die Tracht. Und danach schmeckt entsprechend der Honig. Die Kinder sind schon voller Vorfreude und wissen schon teilweise, was sie erwartet. Dass man, sag ich mal, nicht so laut sein darf bei den Bienen, weil sonst erschrecken sie sich. Und dann könnte es sein, wenn man jetzt wegrennt vor den Bienen, dann könnte es sein, dass die ganze Zeit hinterher machen. Also geht man dann einfach zwei Schritte langsam zurück. Ich möchte Imker werden, weil mein Opa nämlich auch Imker ist. Und er braucht einen Nachfolger für sein Bienenvolk. Also er hat ganz viele Völker, ich glaube über 12 auch. Und er schafft das halt vielleicht irgendwann nicht mehr. Bis es soweit ist, müssen die Kinder noch viel lernen. Aber eins steht bereits fest. Wer will alles Imker werden?
Und habt ihr Angst, dass ihr gestochen werdet? Nein! Ihr seid echt cool! Seit gestern Abend wird der stark demenzkranke und insulinpflichtige 80-jährige Heinz Lutz May gesucht. May ist ca. 1,67 Meter groß, schlank und trägt kurze, graubraune Haare. Der Vermisste läuft in leicht gebeugter Haltung und reagiert kaum auf Ansprache. Er ist mit einem dunklen Pullover, einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Außer braunen Socken trägt er nichts an den Füßen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Wenn die Haushaltskasse knapp ist, wird der Rotstift oft zuerst bei Kunst und Kultur angesetzt. Doch nicht jede Sparmaßnahme muss per se schlecht sein. Die Kurznachrichten. Zusammenführung der Museen. Brandenburg treibt die Fusion der Museen Dieselkraftwerk und Junge Kunst weiter voran. Die Landesregierung stimmte gestern einem vorgelegten Gesetzentwurf zur Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus Frankfurt Oder zu. Ab den 1. Juli soll dann das künftige Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in beiden Städten errichtet werden. Zudem erhöht die Landesregierung die Finanzierung ab 2018 auf 1,3 Millionen Euro jährlich. Tanzen bis zum Umfallen. Das Piccolo-Theater konnte mit seinem ersten Projekt The Wall einen Erfolg verbuchen. Nun will die Piccolo Jugendtanzcompany in der nächsten Spielzeit ein neues Projekt zur Premiere bringen. Dafür werden noch Tänzerinnen und Tänzer gesucht. Ein kostenloses Training gibt es am 13. Mai. Interessierte können sich unter info@piccolo-cottbus.de oder unter der unten eingeblendeten Nummer anmelden. Händewaschen nicht vergessen. Jährlich führt die World Health Organization den Tag der Händehygiene durch. In diesem Jahr steht das Thema Antibiotikaresistenz im Mittelpunkt. Das Sana-Herz-Zentrum praktiziert seit Jahren ein umfassendes Hygienemanagement. Es hat das Bronze-Zertifikat für die gute Sauberkeit. Im Januar hat es das Zertifikat für ein weiteres Jahr bestätigt bekommen. In diesem Jahr ist der Tag der Hygiene am 5. Mai. Was für die Politik im Allgemeinen gilt, gilt auch für die Wirtschaftspolitik. Wer sich nicht einbringt und mitgestaltet, der darf auch nicht meckern, wenn der Kurs in die falsche Richtung führt. 43 Unternehmen der Region sind gegenwärtig in der Vollversammlung der IHK vertreten. Die aktuelle Legislaturperiode läuft in diesen Tagen aus. Ab dem 5. Mai können alle IHK-Mitglieder die neue Vollversammlung wählen. Sie ist das höchste Organ der IHK. Deswegen ist die Wahl auch für die Geschäftsstellen vor Ort wichtig. Sie sind nicht nur erster Ansprechpartner für Unternehmen, sondern tragen auch regionale Probleme mit in die Vollversammlung. Doch Entscheidungen treffen am Ende die Mitglieder der Versammlung. Sie beschließt, wie hoch der Beitrag ist, den die Mitglieder zahlen für die IHK. Sie beschließt, welche Gebühren gezahlt werden müssen für Ausbildungsverträge zum Beispiel oder andere Serviceleistungen, die wir machen. Sie beschließt grundsätzlich, welche Leistungen wir als IHK den Unternehmen anbieten und kommt eben dadurch oder dazu eben viermal im Jahr zusammen und diskutiert eben auch über aktuelle Dinge wie den Strukturwandel und ähnliche Sachen, wie wir als Kammer uns dazu positionieren. Anfang Mai kommen die Wahlunterlagen in die Betriebe. Man kann also ganz normal per Briefwahl wählen. Jedes IHK-Mitglied hat genau eine Stimme, egal ob Großunternehmen oder Kleinbetrieb. Dieses Jahr kann man aber auch einfach online abstimmen. Auf der Seite der IHK-Wahl kann man dann sein Kreuz setzen. Insgesamt 45 Unternehmer werden gewählt, vom kleinsten Betrieb bis zum Geschäftsführer von internationalen Unternehmen. Wir haben hier, wie gesagt, in diesem Jahr eine relativ hohe Anzahl an Kandidaten, insgesamt 204. Somit hat jeder wirklich die Möglichkeit, seinen Kandidaten sich auszuschauen und anzuschauen, welche Ziele er hat, und den kann er dann dementsprechend auch wählen, sodass wir auch sagen können, okay, unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, beruhen auf einer demokratisch gefassten Stimmungslage, sage ich mal, eine gewisse Basis. Und dafür ist natürlich wichtig, dass viele, möglichst viele Unternehmer hier in der Region von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Also hier in dem Bereich Cottbus-Preneiße sind insgesamt 70 Unternehmer aus der Mitte, die sich hier zur Wahl stellen. Die Vollversammlung soll die Wirtschaft in der Region widerspiegeln. Deswegen bekommt jeder Wirtschaftszweig auch unterschiedlich viele Sitze, eben je nach Stärke in der Region. Die Kandidaten werden für die nächsten 5 Jahre gewählt. Stichtag ist der 15. Juni, dann werden die Stimmen ausgezählt. Applaus
Die Ben Stahlmann ist nicht nur aufgrund ihrer knallharten Optik ein Markenzeichen der deutschen Rockszene, sie repräsentiert eine junge Generation, die für eine neue Ära der deutschsprachigen Rockmusik steht. Die Band verbindet harte Industrial-Klänge mit Metal-Rhythmen und Gothic-Melodien. Wer alternative Musik liebt, ist also im Live-Club Manitou in Forst richtig. Los geht es am kommenden Samstag, dem 29. April um 20 Uhr. Eingeheizt wird durch die Vorband Schattenmann. Es ist gerade mal 3 Tage her, dass der große Spreewald-Marathon mit einer Rekordbeteiligung von 12.000 Sportlern zu Ende ging. Doch nach dem Sport ist vor dem Sport. Die Vorbereitungen für das nächste Event laufen bereits auf Hochtouren. Sich einmal mit einem Olympiasieger die Strecke teilen, das geht beim AOK City Run and Bike. Denn Maximilian Levy ist mit von der Partie. Der dreifache Olympiasieger geht zusammen mit seiner Frau an den Start. Das hat er vor ein paar Wochen schon über Facebook bekannt gegeben. Hallo, wir sind Familie Levy. Wir bereiten uns vor für den AOK Run and Bike. Wir können uns momentan noch nicht entscheiden, wer läuft und wer fährt. Also fahren wir es heute mal aus. Und wir geben richtig Gas. Wer dabei sein will, sollte sich schon mal freuen. Den 6.5. vormerken. AOK Run and Bike mit uns. Oh, jetzt muss ich aber hinterher. Na dann aber schnell. Wer gewonnen hat, wollte er uns nicht verraten. Aber die Rollenverteilung beim Lauf ist klar. Meine Frau hatte beim Spreewald-Marathon vergangene Wochenende mitgemacht und hat da einen 5. Platz belegt, wo sie relativ zügig unterwegs war. Und da überlasse ich ihr natürlich freiwillig die Laufstrecke. Nein, im Ernst, natürlich werde ich als Radfahrer auf der Radstrecke starten und sie wird laufen. Es hat sich ein bisschen beschwert, dass die Strecke so kurz ist. Sie würde gerne noch ein bisschen weiterlaufen. Aber ich denke, da haben wir beide das richtige Betätigungsfeld. Mit 5 Kilometern kann sich wohl jeder, der mitmachen will, anfreunden. Die Laufstrecke beginnt im Puschkin-Park, führt an der Spree entlang und wieder zurück. Die Radfahrer starten, wenn die Läufer im Ziel ankommen. Die Tour geht bis zum Cottbuser Ostsee und wieder zurück bis zum Startpunkt. Bekanntes Gebiet für den Radsportler. Die Strecke kenne ich natürlich gut vom Training. Wir fahren vom Turbokreisel da hinten raus und 20 Kilometer ist, denke ich, ja, ein schöner Auftakt, sage ich mal, für mich jetzt in die Saison reinzukommen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir vor allem alle zusammen Spaß haben. Denn jeder kann mitmachen. In 9 Tagen geht es los. Anmeldungen sind sogar bis 1 Stunde vor Start noch möglich. Ob in Zweierteams oder alleine, ob Profi oder Freizeitsportler. Um 10 Uhr geht's los und wer sich für die Radstrecke entscheidet, kann ja testen, ob er mit Maximilian Levy mithalten kann. Oh, jetzt muss ich aber hinterher. So viel vorab schon mal zu der Veranstaltung Run and Bike. Bis dahin sind aber noch 1,5 Wochen Zeit. Wer vorher schon mal in die Pedale treten will, der kann am kommenden Sonntag beim Frühlingsradeln mitmachen. Der Startschuss für die 28 Kilometer lange Strecke fällt Punkt 10 Uhr vor der LEAG-Zentrale. Am Ziel im Radstadion gibt es dann wieder eine zünftige Radlerparty. Die Startkarte gilt gleichzeitig als Los für eine Tombola mit attraktiven Preisen. Das war LTV aktuell am Mittwoch mit einigen Tipps zur Freizeitgestaltung. Ich hoffe, es war auch etwas für Sie dabei. Morgen begrüßt Sie hier dann meine liebe Kollegin Christine Erdner. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Das Lausitzer Lächeln 2017 geht in die heiße Phase und nun seid ihr gefragt. Macht mit und bestimmt euren Publikumsliebling 2017. Unter allen Voting-Teilnehmern verlost die Spreegalerie Cottbus einen Konzert- und Hotelgutschein im Wert von 200 Euro. Bereitgestellt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Alle Infos gibt es unter spreegalerie.de, im Hermann, Wochenkurier sowie bei LTV, 94.5 Radio Cottbus und auf der Facebook-Fanseite.
schreib einfach nur heut. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht wird es kalt mit Temperaturen von 4 bis 1 Grad. Es bleibt dauerhaft bewölkt, aber trocken. Der morgige Tag startet sonnig, später zieht sich der Himmel aber wieder zu und es bleibt überwiegend bewölkt. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 8 und 11 Grad. Mit Niederschlägen ist zu rechnen, der Wind weht schwach aus West. Die Lagune Sauna Lounge von Mai bis September an jedem zweiten Samstag des Monats bis 23 Uhr. Entspannen bei wohltuenden Aufgüssen und Romantik pur im Saunagarten. Es grünt und blüht im ganzen Land. Darum versäumen Sie nicht unseren Geranienmarkt vom 4. bis 5. Mai von 8 bis 18 Uhr und am 6. Mai von 8 bis 12 Uhr. In diesem Jahr finden Sie uns wieder auf dem Stadtteilenvorplatz. Gärtner aus der Region präsentieren Ihnen alles, was Heim und Garten erblühen lässt. Der 24. Geranienmarkt in Cottbus unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Holger Kelch. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.